Da hat er es mir aber gegeben, der gute Heisenberg. Hallo, ich möchte dir stets zu Diensten etwas verkaufen. Komplexes Herz. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Ja, größeres Inventar brauche ich eigentlich nicht mal, ne? Das ist eine Schrotflinte, ne? Die sieht so scheiße. Ne, Pistole. Das ist eine Schrotflinte. Sieht aus wie eine MP, ganz ehrlich. Ah, schon gut, das war's. Jo, nice. Gott sei Dank ist der Traktor weg, ja. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Jo. Essen ist Leben. Not bad. Auf. Wiedersehen. Gute Nacht, Zahnpasta-Schaf. Ich hatte den erstaunlicherweise recht schnell. Ja gut, also... Ich war halt sehr vorsichtig, gar nicht getroffen zu werden, ne? Theoretisch ist er auch sehr easy, der Boss, also... Ey, wie gesagt, irgendwie dieses gesamte Areal... Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Es gibt ja auch nichts Langweiligeres in Videospielen als Industrieanlagen. Das heißt, in so vielen Gears of Wars, Halos und... Also Halo jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel, aber das hast du in so vielen Spielen schon... Entdeckt diesen Kram. Eine Zigarre. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Danke, Mischstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist die Lag Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht... Wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Okay. Bammel findet die Kabel an den Kopf daran. Meinst du, dass so ein bisschen auch blau ist? Moin, Ninop. Neun Kopfhörer sind tatsächlich nice. Hier geht's nicht weiter. Oh. Doch, aber ich gehe erstmal hier hin. Jo, hab neue Kopfhörer. Hintergedanke ist, ich kann jetzt alle Art von Kappen tragen, ohne dass meine Kopfhörer die Kappen eventuell verfärben durch eingesogenen Schweiß und wieder ausgestoßen. Klingt vielleicht ein bisschen ekelhaft, aber ey, jeder Mensch schwitzt halt, ne? Davis, quick! Das sieht nach einem Boss-Areal aus. Und COD-Player, danke für den Prime-Sub, dir Ehrenmann, dir. Ich kenne immer noch nicht so genau den Grund, warum Twitch Prime mittlerweile Prime Gaming heißt. Ah, da komm. Das erinnert mich gerade sowas von krass an iRobot wieder. Diese ausrangierten Roboter. Also nicht Roboter, sondern er hat einen anderen Namen. Doch, Robots hießen sie, glaube ich, einfach nur.
Patrick, du wirst Story-Hintergründe bekommen. Ich sag dir aber, freu dich nicht zu früh drauf oder freu dich nicht zu sehr drauf, weil es wird sehr, sehr, sehr seltsam. Das ist doch der Eingangsbereich, ne? Was zum... Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. What the hell? Schlag auf! Auf Wiedersehen. Warum fighten sie nicht zusammen gegeneinander? Bastard! Das ist doch ein Witz! Ich verstehe halt bis jetzt nicht, warum Ethan da einfach nur strikt Nein sagt. In der Zusammenarbeit. Wir haben halt dasselbe Ziel. Why not? Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard. Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ja, finally. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, ach so. Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Sie haben meine Männer mir vorhin geschickt. Neander. Sind noch mehr. Rose, scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Nein.
Ich hatte damals schon in der 4-Players-Review kurz mal Panzer als Kontrapunkt gelesen. Ich hatte Panzer als Kontrapunkt gelesen und mir gedacht, was meint der Tester? Und dann dachte ich so, ja okay, du hast vor der Fabrik von Heisenberg einen Panzer gesehen, Wrack von einem Panzer. Das kann der doch nicht gemeint haben als Kritikpunkt. Ich liebe die Logik, dass Chris Redfield nicht wollte, dass Ethan sich einmischt. Aber statt uns zu sagen, hey, das ist nicht deine Frau, du bist hier emotional nicht ganz so verbunden und du kannst mir vertrauen, haut er ihm einfach bei jedem Treffen auf die Fresse. Weil... Und baut an einem Panzer. Weil... Keine Ahnung. Und ich mag's, dass Ethan seine Tochter alleine gelassen hat, um zu Heisenberg zu gehen, ohne irgendeine Motivation. Also, das ist alles so... Alter, das ist so dämlich. Das ist halt maximal dumm. Sonst wäre das Game nach 5 Sekunden zu Ende. Ey, nee, du würdest einfach früher verstehen, was los ist. Du kannst ja trotzdem irgendwie von Chris getrennt sein. Aber der kann doch wenigstens kommunizieren und sagen, deine Frau ist nicht tot. Aber nee, wir wollen den Plot-Twist irgendwann aufheben. Das ist alles so dumm! An Hound Wolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Wir haben ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamycet infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Also, dass sie die Gestalt verändern kann. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Allein schon, dass am Anfang des Spiels Chris reinkommt, Mia, also Miranda, erschießt und dann nicht sagt, Ethan, ich erkläre dir das jetzt. Sondern, dass wir einfach auf die Fresse kriegen. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Das ist ein Säugling, der kann sich da nicht groß wehren. Kann es einfach nehmen und weg damit. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Musste sie doch keine Bindung eingehen, bevor sie sie in 4 Teile aufgeteilt hat. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ich muss die ganze Zeit an Breaking Bad denken. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Das mit Mia und Miranda ist mir schon gekommen, als die Sprachaufzeichnung aus diesem Radio bei der Puppe kam. Meinst du, dass die das aufgezeichnet haben, oder was? Ah, Schrottplatz. Ich habe hier noch Loot. Ja, also wie gesagt, das, was Chris hier gemacht hat... Also, das ist halt das Dümmste, was du machen kannst. Jemanden glauben zu lassen, als seine Frau getötet, auszugehen davon, dass er sich nicht einmischt. Jedes Mal zu sagen, misch dich nicht ein, er mischt sich ein, weil es eine persönliche Sache ist. Es ist so schön dumm. Es ist so schön dumm. Und dass Ethan seine Tochter zurücklässt, wofür wir stundenlang gesucht haben. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Das fahren wir in Panzer, in Resident Evil. Ich komme, Rose. Okay, der Aufzug funktioniert von selbst. Ich muss noch mal kurz bauen. Oh Gott. Wir steuern halt legit einen Panzer, ey.
Wir steuern Panzer. Wird noch abgedrehter. Deutsche Cyberpunk. Ich habe ja auch gedacht, was haben die sich hier bei dieser Fabrik gedacht? Ey, Cyberpunk kommt bald raus. Wir müssen auch so ein bisschen was dystopisch-maschinelles bauen, oder? Ah, das ist tatsächlich das Bossareal, wie ich am Anfang vermutet hatte. Ich habe nicht das hier erwartet. Du gottverdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens im Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echte Männer. Deine Leiche. Das ist gut in meiner Armee, Mann. So gefällt mir das. Das hat wehgetan! Ohne Scheiße! Mir gibt mir mehr! Und das ist der Lieblieb eines Partners los! Oh, nicht aufgescheißen! Der Eindruck! Oh, sterb was für uns! Das ist mich gar nicht ohne Scheiße! Vermeide dich vor einem Stahlkörper! Dafür bin ich diesen verfluchten Weib wohl Dank schuldig! Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab! Ein Sohn, wie er im Buche steht! Jetzt geht Scheiße! Die Kopfgehobe sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Dein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. Komm schon. Wir stellen uns. Das hat wehgetan. Ohne Scheiße schade, ich bin dein einziger Fan. Zick zur Tiefen. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Haben wir Hinweis, das hat mir nichts gebracht. Hältst dich wohl für besonders schlau. Nein, meine Metallarmee! Diesen verdammten Winter um. Erst seine Metallarmee, jetzt seine Metallarme. Hä? Auf was muss ich genau schießen? Hast du Spaß? Komm schon! Beeindruckt! Gut, dass wir blocken können. Tja, was denkst du? Aufsichtslos, hab ich recht? Wie auch. Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen. Das ist nicht David gegen Goliath. Das ist Ethan gegen die Apokalypse. Du hast keine Magnum. Ich schon. Auf Nummer wieder sehen, Ethan Winters! Du hättest meinen Deal annehmen sollen! Was? Du siehst Rose in der Hölle wieder! Rein in den Panzer! Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir! Rein, rein, rein! Nein! Nein!
Es ist noch nicht vorbei. Ich muss sie töten. Das ist halt Trash hoch 4 Milliarden Grad, ne? Ich find's auch irgendwie lustig und geil. Guck, er hatte die ganze Zeit ein Handy. Was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. So, Magnum rein. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Wie heißt denn dieses Getränk? Mirinda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Ach, das ist mir. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. Ja. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Almost UHD, bist du dir zu 100% sicher, dass er gerade das Handy von Chris bekommen hat? Oder nicht? Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Oh. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du?
Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie was. Team ist startklar. So. Ah, das Kennzeichen ist RE. Also das Ländercode. Die BSA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Roger. Okay, wird das jetzt ein kompletter Action? Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten... What? Ey, ich hab keine Magnum. Willst du mich... Alter, der hat ein krasses Knife. Einfach richtig krasses CSGO-Knife. Was ist das denn? Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt los. Nur 300 Schuss. Ärgerlich. Das Ding ist, es ist ein actionhaltigerer Abschnitt, aber ich bin so froh, aus der Fabrik raus zu sein. Gefällt mir irgendwie. Hä? Ach so. Noch für was anderes. Ist die Route sicher, rücke aus. Verstanden. Ja, moin. Was ist das? Okay, ich habe keine Map mehr. BSAA-Fahrzeug. Muss also kaum noch looten. 2 Waffen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Lol. What? Alter, was... Was ist jetzt das Moin, Tim? Was ist das für ein Ding? Das ist alles... Ja, komm, nicht nach links und rechts gucken, einfach rein. Dort finden wir sicher Miranda. Warum kann ich nicht rennen? Na los! Kann ich einfach durch? Okay. Ah. Große Motivation, Gesichter. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Halte die Masken auf. Wirf doch, du Döder! Dödeliger! Fresse die BSA. Das Design der Waffen ist geil. Die Waffe. Ehrenmann. Ehrenbruder ist das. Badam! Badam! Was geht, Valus Knallus Schatzi? Raidet hier rein, der Ehrenmann. Wir sind gerade kurz vorm Finale. Verdammt, der Weg ist blockiert. Ganz ruhig. Der Weg außenrum ist frei. Ja, große Action ist angesagt. Feinde, die aus diesem... War
aus der Fabrik raus. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Der Abschnitt gefällt mir deutlich besser. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. If I don't avoid that, he's just going straight to my car. Honestly, what are we doing? Racing or pick car? Ehre von dem 15. Monat 10. Merci, mein Lieber. Moin. Ja, servus auch an alle, die mit runterkommen. Das dürftet ihr wahrscheinlich bei Valus Klanus schon gesehen haben, aber... Komme ich hier jetzt weiter? Da? Wie einfach, oder? Wie gesagt, ich find's so schön, dass wir mittlerweile in einem anderen Abschnitt jetzt sind. Von mir aus maximal actionlastig, aber... Ambereis, ich brauche Hilfe! Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Ja, ich suche immer noch ein bisschen nach Geheimnissen, muss ich gar nicht, ne? Einfach rein. Die Fabrik war doch super. Für mich mit Abstand der schlimmste Abschnitt der Resident Evil Geschichte. Und Pavel Pipovic, danke dir für den 10. Monat schon. Ehrenmann, die geht. Was? Beide, ja, alle drei. Den Spray kann ich besser kontrollieren als den der AK in CSGO. Let's go. Wo sind die Skins? Hey, warte mal, wir haben sogar ein Negerwert. Super. Ich habe immerhin ein gutes Knife. Warte mal. Wo ist mein Nachschub? Ach, hi. Braucht echt lang zum Nachladen. Jetzt noch alles. Ah, hi. Wenn meine Mutter das sieht, Walle, was hat du Schönes gemacht? Sie sind in der Hölle gelandet. Kein ACC, Moment, was habt ihr gespielt? Ich wusste es gerade. Vorhin. Days Gone, stimmt. Und wie ist es? Ich habe gehört, man soll relativ straight, ich glaube, bis Camp 3 durchspielen und dann in erst Nebenquests machen. Bei meinem Games-Podcast des Vertrauens. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Bei meinem Games-Podcast des Vertrauens habe ich das so gehört. Ja, dann muss es regenerieren. Yeah, mit rein. Währenddessen muss ich mich verteidigen, oder? Muss nachladen. Warte kurz. Ja. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Yeah.
Anschlag war's. Kannst loslegen. Lange hält das Ding nicht mehr durch. Augenblick. Muss nachladen. Mach schneller, Dude. Sieg. Die Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Ah. Wie oft musst du lasern? Dreimal wie immer. da ist einer, oder? Jetzt kommt er. Was für Megamit hinten, was? Verdammt, wenn das nichts. Mir macht Jahre zu schaffen. Ich brauch deine Hilfe. Was? Du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Halt durch. Bin gleich bei dir. Soll ich das mit dem Laser machen, oder was? Markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Geil, dass er verfehlt. So gefällt mir das. Oh, moin. Eigentlich mal Dark Souls gespielt? Das müsste gerade, glaube ich, ganz gut gefallen. Spitzer. Sekiro durch. Oh, okay. Next Level, Diggy. Achso, der ist eh dead, oder? Ach, was. Ja, doch, die Bio-Waffe ist mein nächstes Ziel.
Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Okay. Warum? Ruhig noch zocken irgendwann. Also da wird Dark Souls, glaube ich, nicht ganz so schwer sein. Ja, genau. Frage, war nach Sekiro ein bisschen Mia einfach. Miranda war, wo ist dann den dritten, denke okay. Nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Aha. Da ist er. Der Megamycet. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze. Davis, quick! Oh. Wurde aber auch Zeit. Und Ehrewalle für den Giftsub. Merci, Vicky. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Es hätte eine Minute gedauert, du Dulli. Ja. Das muss Mirandas Labor sein. What? Proband Karl Heisenberg. Cartoon-Kompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktion normal, besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten, kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Ah, Adam, Eva oder was? Ja. Donna Beneviento. Kompatibilität gut. Normal, aber schwere Geisteserkrankung. Hirnfunktion. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycet infizierten Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen aus. Hat sie im Wald ja gemacht, okay. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Salvatore Moreau. Kompatibilität schlecht, Funktion unerwartet schlecht. Okay. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel, als Hülle für Eva nicht geeignet. Alcina Dimitrescu. Kompatibilität äußerst gut, Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate, Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut führen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierte Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay, das ist der Kadu. Damit kontrollieren Sie also die Biowaffen. Ist das Miranda? Oder ist es Müsste, oder? Mit Kind. Ist das da hinten Evelyn?
Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde überhaupt an einen halb im verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und ihn so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch noch heute wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinem Bestreben. Ja, hast du ja wunderbar gemacht. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich Ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen, ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür aber besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Daisy-5-Anleihe? Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus forscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich. Schuld. Herzlichst und auf ewig Ihr Schüler, Oswell E. Spencer. Der Dude, in dessen Anwesen man in Resident Evil 1 unterwegs ist. Und damit haben wir die zeitliche Einordnung von Resident Evil 7 und 8. Es ist ein Prequel. Prequel zu Resident Evil 1 und Co. Spencer, hier? Ich glaub's nicht. Ja,